Herzlich willkommen hier zum Fasten-Tutorial. Ich bin auf die Idee gekommen, ich könnte mal wie einmal im Jahr wieder mal ein bisschen was für meine Gesundheit tun und deswegen will ich eine kleine Fastenperiode einlegen. Aber das hier ist quasi kein normales Fasten, sondern ein bisschen so eine speziellere Sache. Das will ich dir jetzt mal eben erklären. Also hier auf dem Tisch haben wir alles, was wir dafür brauchen. Erstmal ganz allgemein, welche Vorteile hat das Fasten? Es gibt ja viele Leute, ja, die sagen, wenn man nichts isst, dann wird man krank und das ist gefährlich und keine Ahnung, was es da für komische, blödsinnige Vorurteile gibt. Also das ist, wie gesagt, völlig unbegründet, meiner Erfahrung nach. Ich mache das jedes Jahr und ich habe noch nicht einmal irgendwie eine negative Erfahrung und ich kenne auch kaum jemanden, beziehungsweise ich kenne gar keinen, der damit eine negative Erfahrung gemacht hat. Und das sind, wie gesagt, viele Gerüchte, beziehungsweise natürlich, wenn eine Person, die sowieso schwer krank ist, dann fastet, die sollte das natürlich lassen. Deswegen immer grundsätzlich, das habe ich auch gemacht, das mache ich auch jedes Jahr, ich spreche das mit meinem Hausarzt ab und wenn du fasten willst, dann mach das auf jeden Fall auch. Wenn du, sag ich mal, jetzt noch in der Pubertät sein solltest und dein Körper noch nicht ganz entwickelt ist zum Beispiel auch, dann solltest du auch nicht fasten, genauso wie kleine Kinder nicht fasten sollen. Aber wie gesagt, wenn man sowas vorhat, soll man das grundsätzlich mit dem Arzt absprechen. Wenn man das gemacht hat, ist es eine völlig harmlose Geschichte und der Arzt gibt einem dann auch meistens noch ein paar Tipps, was wichtig ist. Ich erkläre dir im Grunde genommen nur, wie das Ganze hier funktioniert, von wegen, wo man sich von ernährt, beziehungsweise auch wovon man sich nicht ernährt. Und erstmal hat das Fasten, muss man sagen, hat drei Vorteile. Und zwar ist das für den Körper so eine Art Reset, also der Körper wird wirklich auf Null gesetzt, die ganzen Giftstoffe werden ausgeschieden und das ist wirklich eine Erholung. Man sieht das auch, die Haut wird besser, man hat ein strahlenderes Gesicht und das siehst du wahrscheinlich in dem Video, deswegen ist das Coole, dass ich jetzt ein Video mal davon gemacht habe. Und ich mache immer so alle paar Tage, mache ich dann so ein kleines, wie es mir geht. Also das ist jetzt quasi hier nur der erste Teil, es wird mehrere Teile geben. So je nachdem, wie ich Lust dazu habe, so alle 3, 4, vielleicht auch nur alle 7 Tage mal eben schauen. Ich habe mir auch kein festes Ziel vorgenommen, wie lange das Ganze gehen soll. Allerdings mindestens 10 Tage, das ist so das Minimum, weil das liegt daran, dass in den ersten 4 Tagen, so 3, 4 Tagen, verliert der Körper eigentlich nur Wasser und deswegen sollte man das schon 10 Tage machen, dass man, wie gesagt, jetzt nicht einfach nur irgendwie ein bisschen Wasser ausgeschieden hat und dann geht das Wasser wieder rein und dann ist es eigentlich relativ nutzlos. Also wenn, dann sollte man das vernünftig machen und nicht nur so ein paar Tage, das ist sowieso relativ unnütz, finde ich. Und es geht dabei um Folgendes, man macht so eine Art körperliche Reinigung, das ist die erste Sache, was ich eben erwähnt habe. Dann ist es so eine spirituelle Geschichte, man kriegt sehr, sehr interessante und kreative Gedanken, während man fastet. Das ist unglaublich genial, also man kann super kreative Arbeiten machen, wie weiß der Geier zum Beispiel, Bilder malen oder irgendwelche Gedichte schreiben oder je nachdem, was man so für Hobbys hat oder einfach nur nachdenken oder Bücher lesen, das macht auf jeden Fall, während man fastet, irre Spaß. Und das, wie gesagt, sollte man auch unbedingt mitnehmen, das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Was dabei noch ganz wichtig ist, man sollte auf gar keinen Fall dann fasten, wenn man irgendwie weiß, man hat so kognitive Aufgaben zu erledigen, wie Tabellen ausfüllen, irgendwelche Listen führen und keine Ahnung, Behördenarbeit und diesen ganzen Krempel, der sehr unangenehm ist. Solche Sachen sollte man auf jeden Fall dann vermeiden, beziehungsweise die Fastenzeit dann dahin legen, wo man dann, sag ich mal, solche Aufgaben nicht hat. Oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt Urlaub hat, in die Ferien das Ganze legen oder in eine Zeit, wo man, sag ich mal, beruflich relativ wenig belastet ist. Weil man ist schon etwas weniger belastbar, zumindest von dieser kognitiven Seite. Von der kreativen Seite ist man wesentlich wacher, hat wesentlich mehr Energie. Aber wie gesagt, solche kognitiven Arbeiten wie Listen, Tabellen führen, sowas, das fällt einem während des Fastens unglaublich schwer. Und das sollte man auf jeden Fall dann auch zurückstellen. Der dritte Effekt, der dritte positive Effekt ist, dass man da quasi 500 Gramm abnimmt pro Tag im Durchschnitt. Ich habe immer eine Liste geführt, wenn ich das mache. Ich mache das ja einmal im Jahr, dann habe ich immer aufgeschrieben über die Tage, was ich aufgenommen habe und abgenommen habe. Und das sind immer 500 Gramm pro Tag gewesen im Durchschnitt. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Also die ersten Tage sind es teilweise 2 Kilo, die da pro Tag runtergehen, aber das ist erstmal nur Wasser. Und dann ist es so, dass nach dem 6., 7. Tag zum Beispiel verliert man nur 300 Gramm, aber den nächsten Tag zum Beispiel wieder 800 Gramm. Aber im Schnitt kommt immer dieser Wert von 500 Gramm. Auch von Bekannten, die genau diese gleiche Geschichte gemacht haben, ist dieser Wert sehr, sehr realistisch und die kommen auch immer genau auf diesen Wert. Das ist jetzt eine spezielle Fastengeschichte. Dieses normale Fasten nimmt man nicht so schnell ab, ist allerdings auch eine Quälerei teilweise. Also dieses hier ist eine Sache, man hat hier eigentlich nicht so sonderlich irgendwie Hunger.
Man fühlt sich auch nicht so besonders schlapp, wie das bei anderen Fastenkuren ist. Diese Geschichte mit der Gemüsebrühe, was wer schon mal gefastet hat, der kennt das bestimmt, irgendwie sich von Gemüsebrühe zu ernähren. Oder dann gibt es noch so eine Saftfastengeschichte, wo man sich dann von Obstsäften ernährt. Man nimmt erstens kaum was ab und man hat permanent bestialischen Hunger. Und das ist hierbei natürlich alles passé. Und ich zeige dir mal eben, was wir hier alles haben. Du solltest dir am besten eine kleine Einkaufsliste schreiben. Also, wir haben hier ein paar Zitronen oder Limetten, das ist eigentlich relativ egal. Orangen tun es auch. Dann haben wir hier so ein Brettchen, dann haben wir hier da so eine Orangensaftpresse. Dann haben wir ein 1,5 Liter Gefäß. Das kann in eine Thermoskanne sein, muss aber keine Thermoskanne sein. Dann haben wir ein bisschen Cayennepfeffer. Dann haben wir reines Steviosid, das ist nicht das aus dem Supermarkt, sondern aus dem Internet bestellt. Das ist reines Stevia, also nicht dieses Zeug mit Erythrylose vermischt, was es im Supermarkt gibt. Das ist ja irgendwie so ein Abfallprodukt aus der Zuckerindustrie, was damit reingemischt wird. Aber das ist reines Steviosid, das solltest du dafür auch verwenden, auch gar, auf gar keinen Fall Süßstoff. Warum, werde ich dir auch nochmal sagen. Dann haben wir ein bisschen FX-Passage, das ist so eine Art Abführmittel. Das musst du ja den ersten Tag nehmen, Glaubersalz geht auch. Oder zum Beispiel gehen auch solche Tees hier, das sind solche Abführtees, funktioniert auch. Dann brauchst du ein 2 Liter Wassergefäß hier. Dann brauchst du etwas Ahornsirup, am besten Ahornsirup Grad C, das ist dieser relativ dickflüssige, der wenig gereinigt wurde, weil da sind im Grunde genommen am meisten von diesen Nährstoffen drin, die du brauchst. Deswegen Ahornsirup Grad C, achte bitte darauf, dass es nicht der Ahornsirup ist, was einfach nur irgendwie ein Aroma ist mit Zucker vermischt. Dann einfach ein Glas, um das nachher zu trinken, dann ein 50 Milliliter Becherglas, um hier was abzumessen und das war's auch schon. Ich mache das Ganze jetzt mit einer Zitrone und zwar schneide ich eine Zitrone auf. Die Mengen habe ich übrigens genauso gewählt, diese 1,5 Liter Kanne. Das hat damit zu tun, weil die Menge bzw. der Zitronensaft hier in einer Zitrone ist, das sind immer, da kriegt man immer 50 Milliliter raus aus so einer Zitrone. Und deswegen ist es dann sehr, sehr praktisch, wenn man 1,5 Liter nimmt. Ich habe mir das umgerechnet, das ist ja quasi, das habe ich ja nicht selbst erfunden, das Ganze, das habe ich mir irgendwo abgeguckt. So, jetzt fülle ich das quasi hier in das Becherglas rein und aus einer Zitrone kommen hier exakt 50 Milliliter, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, manchmal muss man auch noch eine zweite nehmen, aber man kriegt es eigentlich immer hin, dass man 50 Milliliter hat. Und das ist jetzt nämlich ganz, ganz wichtig. Du kannst natürlich auch 2 Liter von diesem Tee machen, aber ich empfehle dir wirklich diese 1,5 Liter, das funktioniert eigentlich immer, egal wie groß, dick oder keine Ahnung was du bist. Diese 50 Milliliter von dem Zitronensaft oder Limettensaft geht ja auch oder Orangensaft. Das kommt jetzt hier in die Kanne rein und dann nimmst du noch die gleiche Menge an Ahornsirup. Und das ist wichtig, dass da tatsächlich die gleiche Menge reinkommt, weil diese Nährstoffe, das muss ein bisschen, weil es dickflüssig ist, muss man das ein bisschen hier so länger über Kopf halten. So, da haben wir jetzt quasi Ahornsirup drin und den Zitronensaft. Du siehst schon, das ist relativ simpel. Dann kommt noch eine Messerspitze Cayennepfeffer dazu. Ja, so sieht man das auch. So ein bisschen. Das muss nicht viel sein. Wenn es zu viel ist, dann merkt man, dass es scharf schmeckt und dann schmeckt es irgendwie nicht so. Und jetzt kannst du, je nachdem wie süß du das magst, einige sagen, jo, das reicht mir schon mit dem Ahornsirup, das ist mir süß genug. Ich mache das immer gerne etwas süßer, deswegen haue ich mir da mal Stevia rein. Aber bitte dieses reine Steviosid, das ist relativ süß jetzt, was ich hier mache. Aber wie gesagt, ich finde das gut. Und das Schöne ist beim Stevia, das hat so gut wie keine Kalorien. Deswegen bitte auch nicht das Supermarktprodukt verwenden, weil da sind nämlich andere Stoffe drin, die haben Kalorien und die können dann nämlich Hunger verursachen. So, das Ganze hier jetzt mit 1,5 Litern Wasser auffüllen. Erstmal nimmt man hier so ein bisschen Wasser, schwenkt das Ganze dann einmal so durch, weil der Ahornsirup ja relativ dickflüssig ist. Und dann füllt man das Ganze hier bis oben hin einfach auf. Und dann hat man relativ schnell diese Limonade angesetzt. Das kann man auch als Tee machen, dann nimmt man einfach jetzt heißes Wasser. Ich mag es aber lieber, wenn es kalt ist, als Kaltgetränk. Und dann kann man sich das ganz einfach hier in ein Trinkglas füllen. Und das ist jetzt quasi die Limonade, von der man sich die Zeit, die man fastet, ernährt. So, da sind alle Nährstoffe drin. Die Limonade hat den Vorteil, die unterdrückt quasi den Hunger. Und diese Limonade sorgt, dass man alle Nährstoffe hat. Aufgrund des Zitronen, von den Zitronen hier ist es zum Beispiel auch so, es hat auch noch positive Effekte. Es kann zum Beispiel sein, aber das ist wirklich nur bei Leuten, die extremst dazu neigen und tendieren,
Es soll Leute geben, die davon einen Gicht, irgendwie was mit Gicht zu tun haben oder Gelenkschmerzen bekommen. Und auch das ist, da hat man schon hier dran gedacht. Da hat man zum Beispiel jetzt hier die Zitronen. Und die verhindern das quasi, dass sich irgendwie Harnsäure in den Gelenken absetzt. Ich bin kein Arzt, das muss man sich, wenn dann, genau erklären lassen vom Arzt. Das empfehle ich dir auch. Ich habe das nur so ganz grob gehört und gebe es dir weiter. Aber bitte immer einen Arzt fragen bei solchen Sachen. Das ist immer ganz wichtig. So, auf jeden Fall, diese Limonade ist wirklich so ein relativ tolles Wunderzeug, muss ich wirklich sagen. Die schmeckt auch ganz gut. Wie gesagt, nach 10 Tagen schmeckt sie dann nicht mehr so gut, aber dann macht man zum Beispiel die andere Version, da kann man mit Limette machen oder macht man mit Orange, dann hat man mal ein bisschen was anderes. So, und dann erkläre ich dir noch ein paar andere Sachen, die du jetzt beim Fasten noch beachten musst. Bisher habe ich dir ja nur gezeigt, wie man die Limonade macht, und jetzt erkläre ich dir wirklich, wie du vorgehst. Also, du suchst dir am besten Wochenende aus, wo du nichts zu tun hast und nichts dir vorgenommen hast. So, ich habe zum Beispiel jetzt einen Freitag gewählt und habe dafür gesorgt, dass ich dieses Wochenende nichts zu tun habe, keine Festivität, gar nichts habe. So, dann habe ich irgendwann so gegen 3 Uhr angefangen, habe ich mir dieses FX Passage, das ist so ein Abführmittel, und hat so eine Bedienungsanleitung da drin, also da steht genau, wie man das machen muss. Das bitte einmal anwenden, das dauert ungefähr 2-3 Stunden, dann hast du deinen Darm quasi komplett entleert und dann ist quasi erstmal alles resettet und dann ernährst du dich nur noch von dieser Limonade. Das hat den folgenden Vorteil: wenn du natürlich im Darm noch irgendwelche Sachen drin hast, dann arbeitet das und das verursacht sozusagen Hunger. Deswegen muss man dieses Abführmittel nehmen und empfehle ich auch. Und dann alle 2 bis 3 Tage, auch während du fastest, gibt es solche Abführtees. Einfach mal bei eBay nach Abführtee suchen. Das sind solche relativ milden, das ist alles auf irgendwie Natur-Kräuter-Basis gedönst. Alle 2-3 Tage so ein Abführtee noch nehmen dazu, das ist eine ganz gute Unterstützung. Und dann hat man auch wirklich den kompletten Reinigungseffekt einmal. Und dann hat man, wie gesagt, auch null Hunger. Das ist auch ein Trick, dass man das wirklich vernünftig macht, weil dann verursacht man keinen Hunger. Dann Anwendung dieser Limonade. Nehmen wir mal an, also der Tag heute, ich habe jetzt quasi dieses Abführmittel schon angewendet. Und jetzt könnte ich quasi mit dem Tee schon anfangen oder mit der Limonade, je nachdem, wie ich das, ob ich es kalt oder warm zubereitet habe. Ist völlig egal, ob es kalt oder warm ist. Ich mag es einfach nur kalt lieber. So, dann machst du es so, dass du dir diese ganze 1,5 Liter Kanne so aufteilst über den ganzen gesamten Tag. Gleichmäßig, also nicht bis Mittag alles wegsaufen und dann nachher hat man nichts mehr, weil das Zeug ist wirklich wichtig. Man muss wirklich während der Fastenzeit auf seinen Körper achten und sehr sensibel darauf hören. Das heißt, ich trinke so eine Limonade, da bin ich erstmal top drauf. Und dann kann es nach 2 Stunden sein, dass ich plötzlich müde werde, unkonzentriert werde. Und genau da muss ich dann wieder so eine Limonade trinken. Und dann ist das wieder, sag ich mal, super abgepuffert und dann geht es einem wieder gut. Das muss man so ein bisschen abpassen, wie das bei dem Körper ist. Wenn man diese Tiefphasen nicht hat, wo man nicht unkonzentriert wird, trotzdem regelmäßig über den ganzen Tag gleichmäßig verteilen. Ich mache das zum Beispiel so, morgens ist einem manchmal ein bisschen schummelig dann. Also das heißt, ich trinke auf jeden Fall direkt nach dem Aufstehen so eine Limonade. Und ich trinke auch direkt, wenn ich schlafen gehe, vom Bett zu Bett gehen, trinke ich auch eine Limonade. Dann ist es nämlich, damit verhindert man, dass man am Morgen dann quasi so ein bisschen Schummergefühle hat. So, und dann eben über den Tag verteilt. Da, wo man die höchste Belastung hat am Tag, trinkt man natürlich auch am meisten Limonade. Sport und so weiter kann man ganz normal machen. Man sollte natürlich keinen Extremsport oder sich wirklich überfordern. Insbesondere, wenn einem dann schwindelig wird. Das kann schon mal sein, wenn man seinem Körper zu viel abverlangt, weil der Körper ist wirklich in einer Art Energiesparmodus. Das kann man aber ganz einfach, indem man ein bisschen nach innen horcht und ein bisschen auf sein Körpergefühl achtet, kann man da relativ gut mit umgehen und dann kommt man da auch wunderbar mit klar. Und wie gesagt, als weitere Tipps, was man noch so machen kann oder was noch wichtig ist, erkläre ich dir auch in den nächsten Videos, wenn dann so die ersten 1-2 Tage vorbei sind. Eine Sache noch, die ersten Tage, also das heißt heute zum Beispiel, beziehungsweise morgen wird es so sein, dass ich da richtig Hunger kriegen könnte. Bei mir mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich öfter schon gefastet habe und ich kenne das und kann das relativ, also mich interessiert das gar nicht mehr, ob ich nun mal 2-3 Tage nichts esse. Und aber es kann sein, wenn du das zum ersten Mal machst, insbesondere, dass du wirklich wahnsinnigen Hunger hast und sagst, oh Gott, ich halte das nicht durch. Das dauert maximal 4 Tage an. Also normal sind so 2 Tage, also heute und morgen. Und dann hört es eigentlich auf. Und wie gesagt, dann nach dem 4. Tag kriegst du richtig so einen Energieflash. Du hast wirklich null Hunger. Das ist mega geil. Du hast super Energie. Du bist teilweise in einem super konzentrierten Modus. Du bist total entspannt, gut drauf, hast richtig viele Endorphine. Das ist der absolute Hammer. Also man meint ja immer, das ist genau das Gegenteil, wenn man nichts isst. Aber ganz, wenn man erstmal diese 2 Tage überwunden hat, dann hast du nur noch erstmal so eine Art Höhenflug
Und der hält dann meiner Erfahrung nach, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie schwer, wie viel Übergewicht du hast zum Beispiel oder wie viel Fettreserven du hast. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich erstmal so 2 Wochen so voll Höhenflug habe und danach muss ich gucken, da habe ich dann manchmal so ein bisschen so Energielöcher, wo es ein bisschen anstrengend auch mal werden kann, 1-2 Tage und wo man sich dann so ein bisschen überwinden muss, weiter durchzuhalten. Ich habe mir vorgenommen, das so lange wie möglich erstmal durchzuhalten. Maximal sollte man das 40 Tage machen. Also ich mache Minimum 10 Tage, maximal 40 Tage. Ich denke mal, ich schaffe so 20 bis 30 Tage. Mal schauen, wie ich das durchhalte. Und wie gesagt, das Resultat wirst du dann auch sehen. Du siehst auch wahrscheinlich dann so, dass sich die Haut von mir verändert. Ich versuche auch immer in der gleichen Atmosphäre hier das Video zu machen. Ich habe es jetzt hier dunkel mit Kunstbeleuchtung, dass man das immer ganz gut vergleichen kann. Ich werde mich dann nochmal komplett hinstellen. Du kannst auf den Videos mal sehen, wenn ich da irgendwo rumlaufe, wie breit ich quasi, wie dick ich bin, dass man den Abnehmeffekt auch mal sieht. Das ist, wie gesagt, ganz interessant zu beobachten, weil das geht bei dieser Geschichte relativ rasend schnell. Und wie gesagt, ich werde dir dann immer berichten, kleine Kurzberichte machen, wie es mir dann so geht und dich dann auf dem Laufenden halten. Das ist das erste Video. Tschüss.